Hallo, ich bin Daniele, ich komme aus Italien. Willkommen in die Taz-Kantine. Und heute für euch, wir kochen eine leckere Risotto. Ist Risotto alla Milanese oder Zafran-Risotto. Und ist ein Must aus Italien. Ich koche mit Chris. Genau, von mir auch nochmal herzlich willkommen in der Taz-Kantine. Risotto machen wir heute. Dafür brauchen wir als allererstes erstmal eine schöne Brühe. Wichtig bei einer schönen Gemüsebrühe ist, dass das Verhältnis Wasser und Gemüse halt stimmt, ne? Also je mehr Gemüse letztendlich in den Topf reinfliegt, desto intensiver wird es nachher. Ne? So, dann geben wir hier noch so ein paar Kräuter, Petersilie rein, ein bisschen Rosmarin, genau. Und dann haben wir hier Gewürze, ein bisschen Lorbeer, Piment, bunten Pfeffer, so wie es ist, bisschen Salz rein, Wasser und aufsetzen. Halb voll. Angestellt und jetzt lassen wir es schön kochen. Also mindestens 30, 35, 40 Minuten muss das schon kochen, damit es halt schön intensiv wird. Ne? Und dann fangen wir eigentlich mit dem Risotto an. Ja. Genau, für unser Risotto brauchen wir Schalotten. Ich nehme jetzt hier zwei Stück, da schneiden wir uns ein paar Würfel. Anfangen wir jetzt mit dem Risotto. Die Schalotten sind schon vorbereitet. Anfangen wir jetzt mit der Butter. Butter ungefähr für zwei Portionen sind 40 Gramm. Wir machen die Schalotte da rein, aber die Schalotte muss nicht braun sein. Die Schalotte muss weiß bleiben. Ja? Und sehr wichtig, benutzen die Holzlöffel, weil die Metall wechseln auch die Schmecken von der Risotto. In der gleichen Zeit machen wir den Weißwein auf. Ist ein Chardonnay aus Frankreich. Sie können bei Taz kaufen. Super lecker. Genau. So, jetzt nehmen wir Reis. Machen wir jetzt Reis da rein mit Schalotten und lassen wir ein bisschen geröstet. Wichtig ist halt, dass es ein Rundkornreis ist und kein Langkornreis. Ja. Genau. Weil es einfach auch einen ganz anderen Anteil an Reisstärke drin hat. Das halt wichtig ist nachher für das Risotto, dass es schön schlotzig ist, wie man sagt. Wir haben jetzt ungefähr 350, 340, Ja. 350 Gramm. Jetzt die beste Safran. Können auch das bei Taz kaufen. Kommt aus Afghanistan. So, jetzt machen wir ein bisschen jetzt rein mit dem Reis. Zuerst machen wir den Wein. Und lassen wir ein bisschen so, ein bisschen kochen. Genau, wir rösten das jetzt ein bisschen an, den Safran. Ja. Dadurch öffnet er auch seine Poren, kann sich schon mit der Farbe so ein bisschen, Ja. ne, das soll nachher auch schön gelb werden. Und der Reis nimmt auch die Schmecken. Genau, nimmt den Jetzt Geschmack. machen wir den Wein, Weißwein. Lassen wir kocht ein bisschen und der Wein geht raus, aber die Schmecken bleibt. So, jetzt anfangen wir mit der Kraftbrühe. Und müssen wir langsam, langsam, der Reis nimmt allein das Brühe. In der Zwischenzeit trinken wir mal. Mit Geduld kommt immer sehr lecker. Genau, und in der Zwischenzeit kosten wir mal, ob der Wein auch wirklich gut ist, oder? Ja? Okay, gucken wir mal zwei Gläschen. Wir kosten mal, ob der Wein auch wirklich gut ist. Guck mal. Ne? Haben wir jetzt viel Zeit? Oh, der riecht aber gut, oder? Richtig, sehr lecker. Stößchen. Tschüss. Ja. Letztendlich, der ganze Prozess dauert jetzt 10, 12 Minuten. Immer Ja. wieder die Brühe reduzieren lassen, bis die Konsistenz wieder neue Brühe Ja. drauf, immer weiter, ne? Bis der ganze Reis die Feuchtigkeit aufgenommen hat von der Brühe. So, jetzt lassen wir, nimm die letzte Brühe. 1 Minute circa, ja. Und dann mache ich jetzt ein bisschen Butter da rein. Dann machen wir Parmesan. Genau. Frisch geriebenen Parmesan. Frisch gerieben. Aber bitte benutze Parmesan, nicht andere Käse. Ja? Machen wir noch ein bisschen Safran. Wir lassen 2 Minuten lassen ruhen, so, und dann servieren wir zwei schöne Portionen. Genau. Ja? Haben wir zwei Parmesan-Chips vorbereitet für Deko. Genau. So, Hier noch ein ein bisschen grün. bisschen Grün, Ja. ein paar Blüten, ein bisschen Blumen. Salbei.
bisschen Basilikum. Ne, wer zu Hause einen Balkon hat oder einen Garten, das ist ganz super. Haben immer schöne frische Kräuter. Und dann, voilà. Voilà. Lecker. Buon appetito. Lasst euch schmecken.